Für den Ries bist du schon mal jetzt überfordert, glaube ich. Respekt, ja. Also ein Ries kommt nicht mehr. Ich nehme die Rechte und überlege mir nachher zu racen. So schaut es mal aus. Rechte ist auch das Ass. So einfach. Ich glaube, ein Ries kriegst du nicht mehr jetzt auf. Was sagst du? Ein Ries gibt es immer jetzt. Hermann. Glaube ich auch. Das andere ist der Joker. Du weißt, dass für Slash braucht man zwei Karo in der Karte. Ehrlich? In der Hand, gell? Das hab ich nicht gewusst. Okay. Ich hab gedacht. Psychologische Kriegsführung vom Feinsten. Ich hab mir das nicht gewusst. Da liegen eh vier Karo. Bist du jetzt stark oder, ja. Oder ist es einfach irgendwie nur Bluff? Du, 6000 ist ja kein Pappenstiel, ich weiß nicht. Warte mal, du könntest. Wie schwierig eine Entscheidung immer noch sein kann, obwohl man eine Karte des Gegners kennt. Ich glaube, er wollte nicht die aufdecken. Die ist ja irgendwie schwierig, die Karte. Ne? Aber 50, ja, aber es könnte ja auch zum Beispiel Ass 9, Ass 10 sein. Das kommt ja noch zusätzlich zu den ganzen Flaschen da in Betracht. Habe ich einen Scheißdreck in die zwei Karten, oder was? Investieren. Geht's noch, oder was? Was überlegt denn, ne? Investiert nur ein 50er für die zweite. Du, was machst du? Ich mach dir folgenden Vorschlag. Ich mach dir folgenden Vorschlag. Bitte. Du brauchst nur 5000 bezahlen. Mhm. Aber ich lasse die 6 drin. Brauchst du 5 bezahlen? Das ist natürlich auch wieder fein. Jetzt geht er ihm noch Discount-Deals an, um seine Hand stärker erscheinen zu lassen. Jetzt noch mal eine Frage. Lass mich nachdenken, Herr. Wir haben einmal einen Minutenstuhl. Das wäre ganz gut. Ja, ich wollte ja bloß fragen. Nein, jetzt nichts, jetzt fragst du. Warum nicht, verkauft der Hermann jetzt hier Teppiche oder versucht er hier Poker zu spielen? Ich weiß. Wenn du stark bist und es spricht dann, ist der stark oder ist er schwach? Eine Minute Ruhe am Tisch, bitte. Ist der stark oder ist der schwach, wenn er spricht? Okay, dann geh raus, eine rauchen. Kann er mal kurz. Also, dein Golder ist ganz schön angesickt. Frag mich weh. Okay, ich gehe auch mit raus, Mr. Wurscht. Ja, Mann, du bist immer gut für Spielverzögerungen. Raus zum Übertragungswagen. Das kennen wir, das eskaliert Thema. Eskaliert so ein bisschen hier. Ja, genau. Genau, rein in den Wagen. Du würdest sogar einen Tausender für die zweite Karte zahlen, jetzt, oder? Das habe ich nicht verstanden. Das ist auch knifflig jetzt hier mit 8,5. Fold. Zeig dir. Also, die Teppiche hat er gut verkauft, der Herr. Jetzt schaut euch einmal im Fernsehen an, das Spiel, meine Herren. Gut gebrüllt, wow. Löwe. Er hat's wieder hingekriegt. Ja, gegen den Mann, der ihn am besten kennt hier am Tisch. Ja, aber er strotzt vor Selbstbewusstsein durch diesen Zwischenlauf, den er da gemacht hat. Er ist auf so eine euphorische Welle gekommen und er strotzt vor Selbstbewusstsein. Und ich glaube, dieser Markus Golser hat jetzt auch den Kaffee ein bisschen auf. Ja, die Champagnerflaschen im Hintergrund, die werden auch immer wieder mal hier bestellt. Und es könnte sein, dass gleich mal so ein Fläschchen hier eingeflogen kommt. Das machen wir sowieso. Wobei das normalerweise ein Mittel ist, um die Stimmung etwas aufzulockern, aber hier braucht man nicht mehr aufzulockern an dem Tisch. Das ist für mich ganz klar, dass er Fläsch hat. Der Markus ist im Zweifel noch. Nein, ich bin nicht mehr in Zweifel. Nicht mehr. Nein, nicht mehr. Und es geht gleich weiter. Könige. Könige Call. Foldest du? Und Race. Aber du, was foldest du? Ich meine, Flash foldest nicht. Was foldest? Was foldest du? Tupper oder so Geschichte? Oder ja, Tupper. Was foldest bitte, du? Also, ich meine, du hattest ja jetzt... Was hältst du für ein Top-Set? Möglich auch, ja. Der Markus auch, macht seine Aufsätze hier natürlich wieder. Hoch, Top-Set. Ja, aber, trotzdem, in dem Fall ist es ziemlich wurscht, ob ich Tupper ein paar oder Top-Set irgendwie schlappe. So, wenn jetzt Dame 10 zutritt auch noch callt, dann muss Pascha eigentlich oben rüber gehen. Da war nicht einfach nur nachbezahlen mit den Königen. Das ist dann zu gefährlich. Sollte er, aber bei ihm ist alles möglich. Gut, oder bist du drin? Ja. Kommst schon nie wieder raus. Jetzt spielen wir mal Bockzeit 13 und dann mal schauen, was passiert. Ah, geht doch. Schauen wir mal, was passiert. Muss ich ja mal andersrum spielen. Ich glaube, ich muss einen Wein trinken, dann werde ich lockerer. Ja, genau, Prost. Wobei das Race auf 1300 schon fast noch ein bisschen klein ist. Vladimir auch. Prost, Vladimir, trinkt noch ein bisschen. Heute ist erst einmal durchgezockt und ein bisschen angesoffen. Ich glaube, da werde ich lockerer. Noch lockerer. Das ist gut. Was trinkst du, Markus? Was willst du, was ich tue? Rotwein? Ja, ich glaube, da werde ich lockerer. Österreich, schwarz. Okay. Ist gut, probieren wir. Sehr guter Rotwein übrigens. Ein Race oder ein Call? Call. Nur ein Call. Ja, über drei muss man. Ja, komm, okay.
Für dich? Ja, jetzt hat jeder natürlich den entsprechenden Spotorts, um mitzuspielen. Da hätte er besser doppelte Bockzahl gespielt. Fest, wenn ich mit 1300 ja. drin bin, lieber fresse die Karten, bevor ich wegschmeiße. Na gut. Mit 1300, da gehst du immer raus jetzt, ne? Wenn ich mit 1300 drin bin, jetzt sind 5000 drin. Da gehst du immer raus, ne? Im Leben nicht mehr. So, Dame 9-5. Matthias ist nicht dran. Ich check. Rainbow. Ja, aber jeder hat irgendwie Kontakt. Ja. Freddy mit dem Top-Paar. Pfeiffer mit dem Gutshot, Backdoor, Flush Draw, Cashkenbein oben unten, Open-Ender. Sofort dran an die Buletten. Ich bin noch einmal 13, ist das in Ordnung? Ein bisschen dünn. Ja, und ihr kriegt da wahrscheinlich keinen raus, angesichts dessen, was schon im Pott drin ist. Muss ich mal gucken, was passiert. Ich schaue es mir auch an. Ganz brav, jeder zahlt nach. Wahnsinn. 13 mal 4. Ja, aber rechne mal zusammen, wie viele Karten da zusammenkommen, die jetzt hier seine Hand kaputt machen. Ja, ja. Eine ganze Menge. Bisschen schnurri, 10.000, da kannst du mal nicht jammern. So, jetzt haben wir den Flush-Draw noch dazu. Und jetzt spiel ich mal all in, die kleine Scheiße. Das ist hier in der Tat für Freddy Keitel richtig schwierig hier zu folgen. Jetzt will ich genau wissen. Na gut. Müssen wir aber erst mal angucken, wie viel da drin ist. 32. Schade. Hey, was ist denn da los? Sag das ist mal. Richtig schwierig, ist das jetzt hier, Dame 10 in Karo aufzugehen. Naja, was weiß ich, was? Also wenn da keiner ein Besoffen, Zett hat... der Alkohol, verstehst du? Der Alkohol macht das. Also ich hoffe, dass keiner ein Zett hat für dich. Der Alkohol, was will ich machen? Oh, so eine schöne Hand. Gefährlich. Was will ich machen mit Alkohol? Mach das mit drei Damen. Ja. Und falls jemand eine Kanne sehen will, willst du eine Kanne sehen? Ich will alle raus. Warte mal, stopp, bist du noch dabei? Du, willst du eine Kanne sehen? Alle weg. Ja, gern. Alle weg. Alle weg, oder was? Ich will deine zwei Asse sehen jetzt, Herr Mann. Du zeigst mir eine. Und dann sage ich dir, ob du zahlen darfst oder nicht. Oder wie meinst du das? Na, du wolltest mir eine zeigen. Mit einen ja, gerne eine zeigen. Also, ja, ich zeige euch beide, wenn du wegschmeißt. Klar. Aber jetzt. Ich will, dass du zahlst. Ich will, dass du wegschmeißt. Dann musst du mir wahrscheinlich mehr als eine zeigen, damit ich zahle. Na, das kann ich nicht machen. Jetzt zeig doch deine zwei Asse. Nein, ich zeige die Karten und dann. Ja. Was hast du denn? Zeig mal. So, die Leute sind jetzt der Reihe nach etwas angestochen. Matthias Kirschner, der Markus Kolser ist schon angestochen. Auf die Hermann-Pascher-Show. Was hast du weggeschmissen, Karo? Wir brauchen das für die Einschaltquoten, müssen wir halten. Wieso? In Karo 10, ja. In Karo, Dame 10 in Karo. Ich meine, überleg dir mal die Betting-Patterns. Ja. Hier liegen jetzt 10.000 oder 11.000 Pot drin und dann geht mal 43.000 All-In. Ist der Reich schon Karo? Ich meine, ist immer eine lustige Runde mit Hermann, der ist sehr kommunikativ, macht ein paar Witze und ja, also es macht schon Spaß halt im Endeffekt halt. Ne? Na, warte nicht so. Das kommt mal ein bisschen gequält heraus, Herr Kirschner. Oh, das macht ganz schön viel Spaß, der Hermann Pascher so die Zehntausender rüber zu schieben. Ja, der Gesichtsausdruck erinnerte mich eher an das Nagelbrett eines Fakirs. Ja. Sehr schön, aber so soll es ja sein. Es ist doch immer wieder nett, wie sich eine Pokerrunde entwickeln kann. Und heute geht es eben mal in die Pascha-Richtung. Ja. Ja. Sonst würde er ja gar nicht mehr wiederkommen. Das würde ihm ja keinen Spaß machen, wenn er immer nur verliert. Guess the Hand heißt die Rubrik, wenn wir die Holecards eines Spielers verdeckt halten und die von Markus Golser. Das ist natürlich Wahnsinn, denn der kann alles haben eigentlich. Ja. Den Geschkenbein hat geraced, einer der losesten Spieler am Tisch. Unser Experte heißt Michael Keiner. Er hat schon ein Bracelet gewonnen in Las Vegas. Er ist das Aushängeschild, eines der Aushängeschilder in Deutschland in den letzten Jahren. Michael, du kennst die Hand von Markus nicht? Natürlich nicht, aber ich kann sie auch noch gar nicht eingrenzen. Das können Suited Connectors sein, mit denen er ein Re-Race macht. Macht er gerne, haben wir schon öfters gesehen. Das kann ein hohes Paar sein. Ich schließe mal kategorisch jetzt Asse aus, damit würde er nicht auf 1700 re-raisen. Also sag, jetzt erstmal sage ich, was er nicht hat, er hat keine Pocket Aces. Echt eine geile Hand. Geile Hand für 6,9. Ja, dann bleiben noch ein paar andere Kombinationen übrig. Ja, so knapp über 200. Nicht zu jeder anderen Erklärung. 7,2 kann es auch sein. Aber wir werden gleich im Laufe des Spiels mehr erfahren. Ist doch für die Show, Markus. Wie bitte? Ist doch für die Show. Ja, aber trotzdem. Also Markus ist so leicht angestochen. Wir sehen es gerade, diskutiert auch darüber, dass eben Hermann sich zu viel Zeit lässt. Und insofern kommt hier noch der leichte Tilt-Faktor hinzu. Geschkenbein hier mit Top-Bar und Check.
Ich möchte mich einmal aufdoppeln. Wer doppelt mich auf? Conti Betzer, ebenfalls absolute Nichts über die Hand aus. Jetzt wird Geschenbein vermutlich ein Race ansetzen. Nee, er callt nur. König mit Bube Kicker. Also neue Informationen sind jetzt nicht rausgekommen. Das Conti-Bet war Standard. Ich gebe Markus aktuell ein paar Neuner übrigens. Ja, ich bin. Ich mache das andersrum. Ich schließe nicht aus, sondern ich nehme mir eine Hand und der halte ich erstmal kurz fest. Also 7-2 ist auch noch drin. Wie gesagt, die 7 hat er getroffen. Hätte er dann getroffen. Nee, der ist deutlich stärker als ein paar Neuner. Er versteinert wieder ein bisschen. Im Gesichtsausdruck. Deutlich stärker. Aber Wladimir hat Top-Bar, Bube-Kicker. Ja, und Markus hat meiner Ansicht nach der Geschichte jetzt Top-Paar mit einem besseren Kicker. Gut, Ass König wäre. Ja, oder König Dame wäre auch möglich. Nächstmögliche, die naheliegendste Variante da, König Dame. Meine Neuner hätten jetzt das Full gemacht. Ja, gut, aber so eine Luckbox ist der Markus nicht in der Situation. Das glaube ich einfach nicht. Die 5000 war schon eine starke Hausnummer. Ich sag mal, der hat König mit einem besseren Kicker, lege ich mich fest. Oder Asse? Ja, das ist ja auch noch möglich, aber eine Hand, die auf jeden Fall die Geschenbeinhand schlägt jetzt. Wow, ja, 17.000. Also da denke ich auch, das ist ein Value. Es gibt zwei Hände, die mich schlagen. Nee, das stimmt nicht ganz. König und Asse. Es sind eigentlich drei, ja. König, Dame auch noch. Und Neuner. Ja, aber das wäre ja, das behinderte Spielweise gewesen von Markus ja. Dann. Die hast du nicht. Pocket Nines hast du nicht. Das ist richtig. Es gibt zwei Hände, aber die hast du halt oft. Die hat er oft an der Stelle und die glaube ich auch. Aber ich habe mich schon zu weit reingeritten. Oder er hat versucht, die 7-2 tatsächlich durchzuprügeln. Das ist jetzt doch so eine 10%ige Wahrscheinlichkeit. Mein Gott, der Call. Jetzt bin ich aber wirklich gespannt. Nee, schlecht. Ass König, bitte. Also. Gute Arbeit, 17? Herr Doktor. Danke. Jetzt ist Markus Golser vielleicht auch wieder ein wenig besänftigt. Ja, das denke ich schon. Geld heiligt die Mittel. Trotzdem ist Pascha noch der Einzige, der hier satt im Plus ist. Schauen Sie bitte das mal an. Hermann Pascha, 33.054 im Plus. Und dann nur noch Minuszeichen. Nein, keine Schneemaschine, echte Schneeflocken hier in Saalbach, Hinterglemm. Und ja, wir haben ein unglaubliches Glück mit dieser Runde in diesem Jahr. Tolle Konstellation, Riesenpötte, auch so ein bisschen Käbelei gegeneinander. Selbst die Buddies Golser, Pascha sind so leicht aneinander geraten. Setups ohne Ende und jetzt auch noch Asse. Wisst ihr, was ein Karre ist überhaupt? Ja, und ein paar Leute, die mehr oder weniger frustriert aus der Wäsche schauen, weil das Spiel an ihnen vorbeizulaufen scheint. Das ist Spanisch, den Cava, den Prosecco, den Sekt. Kirchweih. Spanischen Sekt. Und dann singen wir so Kirchweih-Lieder. So, Hermann mit 19 in Karo, das gibt er niemals auf. Also da gibt es ja auch keine Chance. Gibt so Schnaderhüpferle, weißt du ja so? Schnaderhüpferle, ist das bekannt? Nee, das kenne ich auch nicht. Klingt mein Vater war Metzger und Metzger bin ich. Mein Vater sticht die Kälber und die Weiber stech ich. Also ist das nicht schön, kriegen wir hier auch noch einen Kurs in Fränkisch zusätzlich geliefert. Und in wirklich exzellenter Literatur. Simon? Kann ich bitte noch ein Glas Champagner? Dann gib dir mal schnell noch ein Glas Champagner. 600, 700, bitteschön. Pascha gegen Golser. Und das 7-2-Spiel. Ja, der Markus, der muss sich auch mal wieder ein bisschen hier in das Spiel einbringen. Etwas zur Allgemeinunterhaltung beitragen. Weil der Alkoholspiegel ist sehr, sehr hoch.
Gott sei Dank neigt sich das zum Ende.